Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. So, wir haben das wieder ein Wunder geschafft, hier zu überleben. Dafür sind wir wieder mal munitionsarm und wir müssen unserer Kollegin hier helfen. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Die Zeit läuft ab. Wohin gehen die Kabel? Ich gehe. Was soll ich tun? Kontrollpunkt, Gott sei Dank. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ah, jetzt ist das da auf einmal offen. Das hat super hingehauen. Ist er jetzt hin? Kidman ist in Gefahr. Passt. Er spritzelt. Das kann man immer brauchen. Gut. Aha, hätte ich auch draufhauen können. Wir müssen weiter. So, sehr gut. Nix. Wir müssen weiter. Ja, super, ein Streichholz verbraten. Kommt er mit? Das ist super. Das ist echt toll. Mach auf. Nicht abheizen, nämlich verdrückt. Oh, was war denn das für ein Schuss? Oh! Wo ist denn mein Partner schon wieder? Der ist schon wieder irgendwo, ne? Wir müssen weiter. Okay, ich habe zu viel Zeit verbraten. Sie wird mir abkratzen. Alles okay bei dir? Boah! Sie kratzt mir jetzt ab, okay. Auf die Gegner muss ich mich später konzentrieren, so wie es ausschaut. Auf die weiter. Darf ich mich jetzt da nicht verlassen. Okay, sie ist verreckt, glaube ich. Schau aufs Bedienfeld. Es hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja, eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22 und die untere auf 5. Okay. Na! Okay, zu spät. Nochmal. Nochmal. Kein Problem. Ja, ist schon recht. Es wäre schön gewesen, die ganzen Gegner auszurotten, aber... Haut scheinbar nicht so hin, wie ich gerne hätte, aber ich muss es wahrscheinlich machen, weil sonst gehen sie uns nachher an, ne? Ich hätte halt gerne meine Schrot. Ach, das Licht kann ich eh lassen, das ist eh wurscht. Ah, na, lieber nicht. Maria. Oh, das hat hingehauen. Das ist munitionssparend. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Kidman ist in Gefahr.
Oh Mann. Kidman ist in Gefahr. Nimm's. Du Idiot. Mann. Komm, explodier. Sehr gut. Ma. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Oh Gott, das war ein Fehler. Schlag ihn. Also das mit der Pistole ist echt schrecklich. Boah, ey. Was macht denn jetzt steht da? Er rennt nicht. Er hat keinen Bock halt mehr. Verstehe ich zwar eh, aber trotzdem. Ich meine, das ist lächerlich. Mit was soll ich jetzt kämpfen? Ach, komm. Ja, ich schere mich nicht mehr. Echt, kein Bock. Weiß, das lad jetzt nochmal. Das ist echt... Ich glaube nicht... Ich weiß selber nicht, ob ich den jetzt da besiegen muss oder nicht. Das ist das Nächste, ne? Und ich habe keine Ahnung, warum der das Schloss jetzt aufgeschossen hat. Das ist so schlecht. Echt, das ist wirklich schlecht. Das ist richtig schlecht. Unglaublich. Absolut unglaublich. Munitionchen gibt's hier ja sonst nichts mehr, ne? Was ich hätte übers... Achso. Warte mal. Kann das sein, dass das gar nicht genommen hat? Obwohl, das hat alles. Schon. Wohl passt schon. Na, das ist echt lästig. Richtig lästig. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Jetzt darf das nicht. Er trifft's nicht. Verstehst? Er trifft's nicht. Dieses Spiel. Tja. Na gut. Nochmal. Nicht die Nerven weghauen. Alles gut. Alles fein. Alles super. Er ist halt einfach nur dumm. Dafür kann er ja nichts. Kidman ist in Gefahr. Ich bin mir halt echt nicht sicher, ob die nicht ausbrechen können mit der Zeit. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Ah, gib mal Gas. Ich bin jetzt gerade leise, ich weiß. Ich rede gerade gar nichts mehr, weil ich nichts mehr zu sagen habe. Und man weiß, was ich zu sagen, was ich sagen soll. Bedienfeld. Ja. Was ist jetzt? Das hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja. Eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22 und die untere auf 5. Ich glaube, das ist das. 22 oben und 5 unten. Ja. Und jetzt? 22 oben und 5 unten. Ah, okay, so ist das. Bist du okay? Was ist das jetzt schon wieder? Joseph Kidman!
Ach, komm, echt. Haltet durch, ich komme. Warum liegen sie nicht? Ja. Durchzwängen, okay. Noch kurz umschauen. Ich hoffe, ich habe jetzt... Ich hätte wahrscheinlich die ganzen Zombies besiegen sollen, aber ist mir ehrlich gesagt wurscht. So. Durchzwängen. So. Mal gucken. Oh, weia. Mann, komm. Wow. Ich hab gedacht, der ist verreckt. Ein Scheiß ist er. Quee, Leertaste, nimm irgendwas. Du Drecksau. So, rein damit. So. Wo zum Teufel sind unsere Freunde hin? Da ist natürlich nichts, ne? Wäre zu einfach. Na, ehrlich. Nachladen. Ah, davon geschossen. Super, wieder in so einer Dreckslacke. Jetzt ist die Frage, rauf oder runter? Kidman, wo bist du? Auf jeden Fall mal rauf. Aha, da liegt auch noch was. Boah, ey. Aber sonst glaube ich, ist da nichts mehr, ne? Mann, ey. Na. So. Kontrollpunkt. Gut und schlecht zugleich. Was? Halt durch! Oh Gott. Sebastian! Hallo! Wow! Ja, das hätte, hat ja passieren müssen. Ja, und hin. Jawohl, so schön. Es ist schwer zu zielen, wenn der andere schießt. Mal strecken. Ah, wir haben jetzt zum Glück einen Kontrollpunkt. Das ist hier fein, fein, fein. So. Nachgeladen haben wir da schon mal. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Halt durch! So, dann heizen wir gleich mal ab. Genauso wie den. Sebastian! Hallo!
Was ist das? Warum triffst du den da nicht? Das verstehe ich nicht. Hallo. Nachladen, du sollst. Der ist zu dämlich. Nachladen, du sollst. Wo ist die Waffe hin? Was ist denn mit dem Kerl? Was stimmt mit dem nicht? Dann nimm halt die Schrot, ist mir auch wurscht. Kannst die nachladen. Abheizen. Das ist einfach unglaublich. Uns geht's gut. Das ist einfach nur unglaublich. Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Ja. Weiter jetzt. Die Arbeit ist schweißtreibend. So, geht das jetzt? Kann ich jetzt meine depperte Pistole vielleicht nachladen? Gehen wir. Ja, Wahnsinn. Da ist noch was. Grünes Gelee. Sonst scheint es in Ordnung zu sein. Hat sie es geschafft? Achso, na. Wir müssen hier lang. Okay. Doch, sie hat es geschafft. Die Tür haben sie gemeint mit hoch, also mit aufmachen. Ihr seid okay. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Ah, er ist wieder da. Das schwicht aber so, wenn es Ashley wäre. Ich glaube, es ist wirklich Ashley. Noch eine dieser Türen. Ashley, bist du das? Auf jeden Fall wieder Safe Raum. Da gehen wir gleich mal rein. Auf die Hitten. Grüß Gott. Ah, da haben wir was. Ja. Hochzeitseinladung. Detective Sebastian Castellanos und Detective Myra Hansen würden sich sehr über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, den 17. September 2005 um 12.30 Uhr im The Veranda Hotel in Crimson City freuen. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Super. Schön, bis... Nein, dachte ich schon, da geht mir schon was an. Schön, da gehen wir doch gern hin, oder? Besser als das hier. Tja. La la la. Also ich meine, die Viecher, die hier herumkrebsen, ne? So mache ich das. Sebastian? Oh. Haben Sie etwas vergessen? Das nicht, aber ich darf gern speichern noch. Was haben wir hier Schönes? Gemeindemitglied gefunden. Vermisstes Gemeindemitglied in Nervenklinik gefunden. Unfassbare Anschuldigungen. Gemeindemitglied Fernando Cabrera war 8 Jahre lang verschollen und wurde jetzt in der Bacon-Nervenklinik gefunden. Er behauptet, die Gemeinde sei eine Art Kult gewesen. Schön. Aha, da haben wir wieder was. Missing. Fernando, vermisst. Fernando Cabrera, ein Psychiatriepatient, der aus der Bacon-Nervenklinik geflohen ist. Er ist krank und muss rund um die Uhr betreut werden. Tja. Wir haben nach wie vor keinen Schlüssel, ne? Aber wir müssten genügend Pünktchen haben, damit wir was lernen können. Ich schaue mich da immer gerne ein bisschen um, ob es nicht vielleicht was, also ein neues Gelee gibt. Vielleicht. Stellen Sie mal im Laufe der nächsten Kapitel eins hin. Ne? Kann ja passieren. So, was lernen wir denn Schönes? Wir haben 4700. Sprint geht sie nicht aus. Nahkampf auch nicht. Da geht sie gar nichts aus. Waffentechnisch.
Was? 12.000? Bist du deppert? Die haben einen Schaden. Die Feuerrate wäre auch nicht schlecht. Krit wäre auch nicht schlecht. Da wäre vieles nicht schlecht, ne? Mit dem bin ich eigentlich zufrieden. Hier, das würde mich reizen zu erhöhen. Die Schrotflintenmunition. Aber 4 Schuss ist, glaube ich, schon okay. Der Wolf ist Erste. Waffentechnisch. Die Feuerrate wird mir schon gefallen. Dann kann ich besser ballern. Ja. Die Zielgenauigkeit wird mich auch freuen. Jetzt sich beides aus? Ja. Dann würde ich sagen... Aha, die Nachladegeschwindigkeit wäre auch so ein Thema. Genauigkeit. Plus 1, das ist halt schon teuer. Jetzt haben wir noch 1200. Weißt du was? Ist ja wurscht. Warum eigentlich nicht? Ich mag die Pistole. Die ist handlich. So, jetzt sind wir fertig. Kann man speichern und den Part für heute beenden. So. Tap, 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 tap. Gnädigste. So. Ja. Passt. Ich habe irgendwie das Gefühl, aus dem Kapitel kommen wir nicht so schnell wieder raus. So. Stimmt, wir werden hier den Part beenden. So ist es am besten. Dann machen wir noch einen und dann ist genug für heute. So, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!